Meine Damen und Herren, wir haben eben schon den Blick in die USA gerichtet. Es ging um ökonomische Themen. Wir haben eben die Kriminalisierung, Entkriminalisierung und Legalisierung besprochen. Und auch dabei war ein Punkt ganz wichtig, das ist nämlich die ökonomische Ebene dabei. Von dieser ökonomischen Ebene aus betrachten wir das Thema jetzt ganz gezielt im nächsten Vortrag, denn meistens sind diese Diskussionen ja sehr ideologisch gefärbt zumindest, und jetzt betrachten wir es ganz nüchtern, ganz rational. Es geht jetzt nämlich um ökonomische Kosten der Prohibition und Möglichkeiten einer Legalisierung und Regulierung. Und den Vortrag hält Professor Dr. Justus Haukapp. Er ist Volkswirt. Er lehrt und forscht in Düsseldorf am Düsseldorf Institute for Competition Economics. Bitte schön, Herr Professor Haukapp. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich außerordentlich, dass ich hier sein darf als Ökonom. Ich habe den Titel ein bisschen umgeändert. Ich habe gesagt, ich rede ein bisschen über die Ökonomie von Drogenmärkten und die Kosten der Prohibition und dann über Möglichkeiten einer Liberalisierung und Re-Regulierung von Drogenmärkten und warum. Meine Vermutung oder mein Gespür ist, ungefähr 95% aller Ökonomen sind für eine Freigabe von Drogenmärkten. Ja, das ist bei Ökonomen nicht das Riesenthema, wahrscheinlich weil es so wenig kontrovers ist tatsächlich und weil es dann immer so Riesenthemen gibt wie, wie hält man Europa zusammen und wie rettet man den Euro und was weiß ich, und da fällt dann die Legalisierung von Cannabis irgendwie so ein bisschen weit hinten runter und bestimmt nicht die allgemeinen Diskussionen in der Ökonomie-Szene. Aber man kann gucken, also die ersten Publikationen von, ich würde sagen, unverdächtigen Ökonomen wie Milton Friedman, inzwischen ja auch längst tot, Nobelpreisträger, irgendwann relativ schon in den 70er Jahren, der hat sich schon in den 60er Jahren für eine Legalisierung von Drogen ausgesprochen, und die ökonomischen Argumente sind auch alle eigentlich für die meisten Ökonomen, würde ich sagen, glasklar. Ja, deswegen, die Wirtschaftswoche hatte ja, so ungefähr so ein Jahr her, so einen wirklich wunderbaren Aufmacher gemacht, da haben sie das Thema mal wieder aufgegriffen. Da gab es auf dem Cover so ein schönes Bild von Ludwig Erhard. Ludwig Erhard, das kennen Sie wahrscheinlich auch alle, diese Bilder von Ludwig Erhard. Der hat ja so normalerweise immer so eine dicke Zigarre in der Hand und hat dieses Buch damals geschrieben, Wohlstand für alle, was sozusagen das philosophische Fundament für seine Wirtschaftsreformen war. Und die Wirtschaftswoche hatte dann dieses schöne Titelbild, da war dann Ludwig Erhard mit dem Joint in der Hand und da stand dann drauf, Kiffen für alle. Die Wirtschaftswoche hatte mich dazu gefragt, was Ökonomen dazu meinen, aber auch noch andere Kollegen wie Lars Feld, der in Freiburg lehrt, oder auch Michael Hüter, Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, also was von der deutschen Wirtschaft bezahlt wird. Also wahrlich würde man denken, jemand, der, würde ich sagen, relativ unverdächtig ist, nicht aus Eigennutzen unbedingt eine Freigabe von Drogen fordern zu wollen, hat sich ganz klar dafür ausgesprochen. Also ich würde sagen, unter Ökonomen ist das fast konsensual, ja, dass eine Freigabe von Drogen eine bessere Alternative ist als die Prohibition, wie das eben auch für viele andere Märkte gilt. Warum ist das so? Ich habe gedacht, ich erzähle noch mal was ganz kurz, ja, weil meine Vermutung ist, dass die Mehrheit der Anwesenden im Raum nicht Ökonomen sind, die hier sitzen. Es ist ja häufig ein Missverständnis, wenn ich mit normalen Menschen in der Bahn oder so rede und man sagt, man ist Ökonom, dann ist das häufig eine sehr verengte Darstellung, ja, oder Wahrnehmung, was Ökonomen eigentlich so tun. Ja. Und es wird auch häufig in dieser Diskussion um die Drogenfreigabe so beschränkt auf das Thema, ja, die Ökonomen sind jetzt auch dafür, weil der Finanzminister kriegt dann eine neue Steuer. Ja, und dann kann er Geld in seinen Staatshaushalt einspülen und deswegen sind die Ökonomen für die Drogenfreigabe. Ja, das würde ich sagen, das ist ein Randaspekt. Ja, das mag sicherlich auch hilfreich sein, ja, um Drogenmärkte oder die Freigabe von Drogen zu befördern, aber das ist nicht das Hauptargument, warum die meisten Ökonomen glauben, dass eine Freigabe und Regulierung von Drogenmärkten besser ist als eine Prohibition von Drogenmärkten. Warum ist das so? Ganz, ganz kurz, ja, ich lasse das auch sozusagen auf einer Folie. Normalerweise, also sagen, Ökonomie ist eine Sozialwissenschaft, ja, wir beschäftigen uns mit menschlichem Verhalten, wir versuchen zu verstehen, wie Leute reagieren, wir glauben, dass Leute auf Anreize reagieren, ja, die man ihnen setzt, zumindest im Durchschnitt, ja, nicht jeder Einzelne, aber viele reagieren auf Anreize, und die Vermutung ist, auch auf Drogenmärkten reagieren Leute
tatsächlich auf Anreize. Und es gibt dann, wir unterteilen das ganz grob, die Makroökonomie, die macht diese ganzen Sachen, wie entsteht Volkseinkommen, Arbeitslosigkeit, Wachstum. Ich bin Mikroökonom. Ja, Mikroökonomen beschäftigen sich mit der Funktionsweise von einzelnen Märkten, also ganz konkreten Märkten, nicht das große Ganze, sondern wie funktioniert der Energiemarkt, der Benzinmarkt, der deutsche Lebensmitteleinzelhandel oder auch der Drogenmarkt eben, denn der Drogenmarkt existiert ja tatsächlich. Ja? Also was passiert da, wenn Anbieter und Nachfrager aufeinandertreffen, welche Preise, Mengen, Qualitäten und so weiter bilden sich auf diesen Märkten heraus. Ja, und die Grundphilosophie ist immer die, dass man sagt, der Staat muss da irgendwie eingreifen in diese Märkte, wenn da Ergebnisse herauskommen, die gesellschaftlich nicht wünschenswert sind. Da muss man irgendwie den Wettbewerb kanalisieren in bestimmten Bahnen, sodass das herauskommt, was man sich wünscht. Also wenn es irgendeine Form von Marktversagen gibt, so nennen wir das. Ja, wenn man sagt, der Markt produziert von alleine nicht das, was wir uns wünschen, da muss man irgendwie das flankieren durch bestimmte Maßnahmen. Ja, hier würde man sagen, also auf dem Drogenmarkt sehen wir das momentan zum Teil, dass es Kartellbildung und Monopole gibt. Das ist immer ein Argument, ja, wo man sagt, da ist möglicherweise regulativ einzugreifen. Oder, das ist glaube ich auch im Drogenmarkt das wichtigere Argument, ja, wo man sagt, da gibt es, so nennen wir das, Informationsasymmetrien. Ja, das heißt also, die Nachfrager kann man leicht über den Tisch ziehen, weil die nicht so gut wie die Anbieter Bescheid wissen, was ihnen eigentlich verkauft wird. Ja, das ist also in gewisser Weise, kann man sagen, wie auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Da sehen wir dieses Problem auch relativ häufig oder auf Kreditmärkten oder Märkten für Finanzprodukte, und auf dem Drogenmarkt besteht dieses Problem auch, dazu gepaart, weil wenn man dann falsch informiert ist über die Produkte, eben die Auswirkungen als Verbraucher relativ schädlicher auf einen sind. Ja, die Kosten, die man also tragen muss, die sind sehr hoch, wenn man die falschen Produkte kauft, so ganz nüchtern betrachtet. Es kommt sicherlich noch, da schließe ich an das an, was Herr Wimber gesagt hat, noch ein weiteres Ziel dazu an. Es gibt wahrscheinlich bei Drogen noch das fünfte Argument oder noch ein Punkt dazu, dass man sagt, da spielen auch noch so gewisse paternalistische Argumente eine Rolle. Irgendwie scheint in Teil, also schien es mal so einen Konsens zu geben, dass man nicht will, dass Leute Drogen konsumieren, warum auch immer. Ja, vielleicht auch, um diese vor sich selbst zu schützen, und ich glaube, in Teilen ist da was dran. Ein Teil der Drogenverbraucher, also insbesondere wenn wir an jugendliche Konsumenten denken, die durchblicken noch nicht sozusagen die gesamten Kosten, die infolge des Drogenkonsums möglicherweise auf sie zukommen. Das heißt, die muss man vor sich selbst in gewisser Weise noch schützen. Das heißt also, es gibt gute Argumente, in diesen Markt einzugreifen, würde man sagen. Wie funktioniert der Markt heute, der illegale Drogenmarkt? Wir sagen, das ist erstmal ein Markt, der besteht aus Angebot und Nachfrage. Ja, das unterscheidet den nicht von anderen Märkten. Ja, das ist das Wesen eines Marktes, dass Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen. Ja, der Angebotsseite hat ein paar Besonderheiten, die sich momentan aus der Illegalität heraus ergeben. Also als Anbieter betätigen sich, also zumindest auf der untersten Distributionsstufe, ja, kann man sagen, also die Retailer, würde man sagen, sozusagen, also die Straßendealer oder die Leute, die nachher auf der sozusagen an den Endverbraucher verkaufen, zumindest häufig Personen, die haben, so würde ich sagen, keine besonders hohen Opportunitätskosten. Das sind also häufig Leute, die keine besonders guten anderen Alternativen zum Geldverdienen haben. Ja, das sind also selten Leute, die jetzt, sag ich mal, ein abgeschlossenes Medizinstudium haben und dann entschließen, sich doch nicht Arzt zu werden, sondern ein Straßendealer. Ja, sondern eher Leute, die wenig andere Alternativen im Leben haben. Das heißt, das sind auch heute häufig Leute bereit, die deswegen bereit sind, relativ hohe Risiken einzugehen, ja, weil sie relativ wenig verlieren dadurch, wenn sie dann doch sozusagen das geschnappt werden letzten Endes. Das ist eine Besonderheit auf diesem Markt, die ist aber später noch wichtig für die Analyse, was die Prohibition eigentlich macht. Wenn man jetzt sich aber die gesamte Wertschöpfungskette anguckt, wenn ich das mal so nenne, ja, oder auch nur der Teil der Wertschöpfung, der in Europa stattfindet, wenn wir das mal so nennen wollen, das ist jetzt, ich will nicht zynisch klingen, ja, sondern das ist rein technisch jetzt ausgedrückt, sozusagen die Handelskette, dann gibt es natürlich schon erhebliche Gewinne im Drogenmarkt, die dort verdient werden können, nicht unbedingt bei den ganz unten, ja, sondern die eher weiter oben verdient werden, bei den Großhändlern oder bei den Importeuren dementsprechend. Ja, die sind aus zwei Gründen häufig hoch. Einmal, weil viele dieser Märkte in Teilen Monopol- und Kartellbildung haben. Ja, also die sind geografisch abgegrenzt, durch bestimmte Gruppen beherrscht. Das führt dann dazu, wie auf jedem anderen Markt, wenn man Monopole und Kartelle hat, dann kann man Gewinne erwirtschaften. Ja, im Wettbewerb werden die Gewinne meistens verschwinden, weil die Leute sich unterbieten. Deswegen wird natürlich immer versucht, Monopole zu erzeugen, weil dann die Gewinne besonders hoch sind. Das sehen wir im Drogenmarkt auch, diese Tendenz. Man versucht, das möglichst zu monopolisieren, eine bestimmte Stadt, einen bestimmten Stadtteil oder was auch immer, ja, um
sozusagen die Gewinne zu sichern. Ja, wir sehen aber auch, dass das Konkurrenz anzieht. Das ist auch wie auf jedem anderen Markt. Hohe Gewinne ziehen Konkurrenz an. Ja, dann ist das immer interessant, in dem Markt mitzumachen, wenn es irgendwie hohe Gewinne gibt. Auf dem normalen Markt passiert das dann, in dem Markteintritt passiert, auf diesem Markt. Ja, hier gibt es auch den Markteintritt, nur die konkurrieren jetzt nicht über Preis und Qualität, so wie wir das auf dem normalen Markt erwarten würden. Ja, dann sehen wir irgendwie, ein neuer Anbieter tritt ein, der bietet dann bessere Qualität an oder niedrigere Preise oder irgendeine Mischung aus einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern hier ist das natürlich häufig mit Hilfe von Gewalt, die Konkurrenz, die stattfindet. Also auch das ist eine Besonderheit, das ergibt sich aus der Illegalität. Ja, es gibt dann auch, sozusagen auch wie auf jedem anderen Markt, Gewinne bieten Anreize zur Innovation, wenn man das so nennt. Ja, das heißt also, wer im Drogenhandel tätig werden müsste, denkt sich immer wieder was Neues aus. Entweder neue Distributionswege können das sein, ja, über das Deep Internet oder wie auch immer, ja, oder auch neue Produkte. Ja, Legal heißt, kommt ja nicht mit, hinterher zu zählen, sozusagen, aber in einem normalen Markt würde man sagen, das sind Innovationen. Ja, sozusagen Leute denken sich immer wieder was Neues aus und das ist klar. Märkte mit hohen Gewinnen lösen Innovationen aus. Das ist auf allen Gewinnen so, weil man dann einen Teil vom Kuchen abhaben möchte. Das ist also die Frage, ob das besonders wünschenswert ist, aber ist fast eine automatische Folge aus den Anreizen, die durch hohe Gewinne einfach entstehen, dass das Innovationstätigkeit befördert. Nicht immer wünschenswerte Innovationstätigkeit. Und der letzte Punkt, der wichtig ist, die Anbieter wissen oft mehr über die Qualität der Ware als die Nachfrage. Das ist hier besonders dramatisch auf dem Markt, weil beim Gebrauchtwagen kann man ja sagen, okay, das ist irgendwie tragisch. Dann hat man sich irgendwie aufs Kreuz legen lassen, hat ein falsches Auto gekauft und fühlt sich irgendwie schlecht. Ja? Aber auf Märkten für so Produkte, die extrem gesundheitsschädlich sind, ist das natürlich nicht so leicht zu verkraften. Ja, dass man sagt, man hat jetzt was Falsches gekauft, weil die Gesundheitsrisiken enorm sind. Also man könnte sagen, die Kosten, die der Einzelne trägt, sind viel, viel höher, wenn man das an das falsche Produkt errät, ja, ob das der falsche Reinheitsgrad ist, die falsche Beimischung oder was auch immer. Ja, das heißt, die individuellen Kosten sind sehr hoch und diese Informationsasymmetrie würde auf allen anderen Märkten dafür sprechen, dass man sagt, da muss man sehr gut über Verbraucherschutzmaßnahmen nachdenken auf diesem Markt, wenn die Informationsasymmetrie so gravierend ist. Das ist natürlich sehr schwierig auf dem Markt, der illegal ist, Verbraucherschutzmaßnahmen zu implementieren. Ja, so viel, das sind erstmal Besonderheiten, die sich jetzt aus der Angebotsseite entwickeln. Ups, wo habe ich denn? Da fehlt ja was. Die Nachfrageseite, Entschuldigung, gehe ich nochmal eins zurück, da habe ich eine Folie übersprungen. Die Nachfrageseite ist so, ja, ist häufig je nach Droge relativ preisunsensibel. Ja, das heißt, wenn die Preise steigen, nimmt unbedingt nicht der Drogenkonsum rapide ab. Die, so wie wir sagen, diese Elastizität, also ist relativ gering. Ich sagte schon, die Qualität der Drogen ist schwer erkennbar und dieser Suchtcharakter, der durch Drogen eben ausgeht, führt dann häufig auch dazu, also führt ultimativ eigentlich zu dieser geringen Nachfrageelastizität, auch bei steigenden Preisen wird viel gekauft und das führt dann gegebenenfalls zu Beschaffungskriminalität, allen Randerscheinungen sozusagen, die mit dem Drogenkonsum verbunden sind, also die gesellschaftlichen Kosten des Drogenkonsums, die in diesen Berechnungen, die Sie manchmal sehen von Ökonomen, und dann steht sozusagen die Kosten der Strafverfolgung und die Kosten der fehlenden Steuereinnahmen eigentlich gar nicht mit drin sind, sozusagen diese Kollateralschäden, die alle angerichtet werden durch diesen Drogenkonsum. Doch ein Punkt, die Besonderheit illegaler Märkte ist, dadurch, dass das Ganze illegal ist, führt dazu, dass das Geschäft, also es gibt keine Verträge. Ja, auf allen anderen Märkten haben wir Verträge typischerweise. Die Verträge können durchgesetzt werden, mithilfe staatlicher Gewalt ultimativ. Ja, also ultimativ verklage ich dann jemanden und wenn der sich ultimativ nicht an die Gerichtsurteile hält, dann muss er immer doch ins Gefängnis möglicherweise gehen. Also da nutzen wir das Gewaltmonopol des Staates, um die Verträge durchzusetzen. Das geht auf Drogenmärkten logischerweise nicht. Da kann ich nicht mithilfe des Gewaltmonopols des Staates meine Verträge durchsetzen, ja, sondern ich muss auf andere Formen der Vertragsdurchsetzung setzen. Und das ist häufig private Gewalt, die dann eben genutzt wird. Das sind natürlich auch Kollateralschäden, die wir geben. Also wir brechen damit im Grunde fast das Gewaltmonopol des Staates auf. Also es entwickeln sich andere Durchsetzungsmechanismen. Zum Teil basiert es auch auf Vertrauen. Ja, sagen wir, der einzelne Straßendealer im Verhältnis zum Endkonsumenten wird das nicht unbedingt mit Gewalt durchsetzen, sein Geschäft. Zumindest der Endkonsument wird selten mit Gewalt durchsetzen, sein Anspruch auf eine anständige Qualität der Ware, das basiert auf Vertrauen. Deswegen haben wir, das ist auch soziologisch vielleicht interessant, häufig ethnisch sehr homogene Strukturen auf dem Drogenmarkt. Das ist in gewisser Weise nicht anders als auf anderen Märkten, die mit
wo Vertrauen eine sehr wichtige Rolle spielt. Also kann man sich angucken, die New Yorker Diamantenbörse ist auch ethnisch sehr homogen. Das hat alles damit zu tun, dass das Geschäfte sind, wo Vertrauen eine sehr wichtige Rolle spielt und man häufig eben den Leuten derselben Community stärkeres Vertrauen entgegenbringen kann als anderen. Ja, das ist sozusagen das ganz kleine, sozusagen das ganz kleine Einmaleins des illegalen Drogenhandels. Ja, so funktioniert das momentan im Wesentlichen. Es gibt ihn, den Drogenhandel. Ja, er funktioniert auch, könnte man sagen. Es gibt Anbieter und Nachfrager. Ja, der Markt kommt nicht komplett zum Erliegen, sondern, Sie haben es ja sogar geschildert, scheint sogar mit moderatem Wachstum ausgestattet zu sein. Der Markt aber, wir würden sagen, als Volkswirte momentan erst durch zahlreiche Defizite gekennzeichnet. Ja, wir haben also ein System, eigentlich ein erhebliches Marktversagen im Sinne, dass insbesondere die Qualitätsansprüche der Nutzer nicht durchgesetzt werden können und es dadurch eben erhebliche Gesundheitsrisiken entstehen bei den Nutzern. Also es ist nicht davon auszugehen, Sie sagten das auch schon, Herr Wimber, dass der Drogenhändler eine vernünftige Aufklärung über die Gesundheitsrisiken des Konsums vornehmen wird. Die Anreize hat er nicht. Ja, und er hat wahrscheinlich sogar die Anreize, die Kunden in die margenstärksten Drogenkonsum reinzutreiben. Ja, und da ist die Überlegung, die viele haben, dass sie sagen, Cannabis dürfte eigentlich kein hohes Margengeschäft sein, ja, weil das kann man immer durch Selbstanbau substituieren. Ja, das heißt also, irgendwo ist der Preis nach oben, dürfte er beschränkt sein, weil sonst zu viele Leute in den Eigenanbau gehen. Ja, also können die Margen eigentlich im Cannabis-Geschäft gar nicht so hoch sein. Also würde ich als Drogenhändler versuchen, die Leute in margenstärkere Geschäfte reinzutreiben, ja, in die, also wenn ich jetzt der gewinnmaximierende Drogenhändler wäre, ja, indem sie eben nicht selbst die Drogen so gut nachmachen können. Ja, das heißt, und das sind typischerweise, wenn man das jetzt nicht ökonomisch betrachtet, eher schädlichere Drogen als Cannabis, die margenstärker sind. Ja, das heißt also, der Anreiz ist eigentlich da, jemanden so latent zumindest versuchen zu überreden, doch auch mal was anderes auszuprobieren. Ja, und wenn das aus einer Hand verkauft wird, dann ist da eben eine große Gefahr, dass die Leute in das für die Drogenhändler margenstarke Geschäft getrieben werden, was aus Sicht der Nutzer häufig gesundheitsschädlicher sein wird, ohne dass sie über die gesundheitlichen Risiken natürlich vernünftig aufgeklärt werden durch die Händler. Das heißt also, wir haben da gravierendes Marktversagen. Was kann man da tun? Ja, dann habe ich mich gefragt, was sind eigentlich die Ziele der Drogenpolitik? Ja, und ich war mir gar nicht so sicher, was die Ziele der Drogenpolitik sind. Erst habe ich gesagt, okay, das könnte ja sein, möglichst wenig Leute sollen drogenabhängig werden. Also insbesondere der problematische Konsum soll eingeschränkt werden. Ja, mir scheint es aber auch so zu sein, und Sie haben das ja eben bestätigt, Herr Wimmer, dass ein Ziel zu sein scheint, ja, der Bundesregierung, nicht, dass es das sein sollte, ich will hier nicht normativ sein, ja, sondern dass es das zu sein scheint zumindest, dass allgemein die Leute weniger Drogen konsumieren sollen. Ja, warum auch immer. Ich selber würde sagen, mein persönliches, ich halte das nicht für ein erstrebenswertes Ziel unbedingt, ich würde das eher so halten wie Sie und sagen, ja, wir wollen einen aufgeklärten, in dem Sinne rationalen Drogenkonsum, aber mir scheint das sozusagen als in der Politik auch ein Ziel zu sein, dass überhaupt weniger Drogen verkonsumiert werden sollen. Zumindest der Drogen, die jetzt illegal sind. Als Volkswirt sagt man dann oder als Ökonom, okay, wenn das ein Ziel der Politik ist, dann, wir leben in einer Demokratie, dann muss ich das erstmal so akzeptieren, ja, und dann kann ich mir immer noch überlegen, wird das Ziel erreicht mit der momentanen Politik oder wird das nicht erreicht? Also wie so ein Ingenieur, ich frage mich dann nicht mehr, macht das hier Sinn, eine Brücke zu bauen, ja, sondern jetzt bauen wir halt die Brücke. Ja, auch wenn das keinen Sinn macht und guck nur, dass sie stabil ist. Also ich könnte mich jetzt als Ökonom auch fragen, ja, selbst wenn wir das für unsinnig halten, das Ziel, wird das überhaupt erreicht mit dem, was die Politik versucht mit ihren Maßnahmen? Und das dritte Ziel scheint mir noch zu sein, dass man sagt, die Konsumenten, die dann doch konsumieren in der Realität, die sollen möglichst geringen Gesundheitsrisiken ausgesetzt werden. Ja, also im Extremfall wollen wir möglichst wenig Drogentote haben, aber auch die anderen, ja, würden wir sagen, also möglichst wenig drogeninduzierten, weiß nicht, HIV-Infektionen und alles Mögliche, ja, also möglichst keine Gesundheitsschädigungen durch Drogenkonsum, wenn dann schon konsumiert. Dann kann man sagen, das sind ja irgendwie drei Ziele, die mir so im Großen und Ganzen die Drogenpolitik zu charakterisieren scheinen. Vielleicht kommen noch ein paar mehr dazu, Sie hatten, glaube ich, noch ein paar mehr her aufgelistet. Herr Wimber, und dann frage ich mich, wie kann man diese Ziele am besten erreichen? Und momentan, die Bestandsaufnahme, wir verbieten das. Ja, wir verbieten den Drogenkonsum möglichst komplett, ganz komplett, ist ja nicht ganz richtig, wenn man diese sozusagen Konsum von Eigenbedarf in kleinen Grammmengen, der zwar verboten, aber toleriert, also aus Sicht des Ökonomen, muss man einfach sagen, ist halt nicht verboten,
Ja, aus juristischer Sicht stimmt es natürlich nicht, ist verboten, wird auch konfisziert, aber wird nicht, ist nicht strafbewehrt. Ja. Also was passiert denn, wenn wir das alles verbieten? Ja. Das erste Problem dürfte sein, momentan die Opportunitätskosten der beteiligten Dealer und Händler sind häufig sehr klein. Ja, das ist, die lassen sich anscheinend nicht erfolgreich abschrecken durch ein Drogenverbot, weil die zu erwartenden Konsequenzen ja, sie nicht vor hohe Verluste stellen. Ja, wir sehen das selbst in Staaten, in denen es Todesstrafen auf Drogen gibt, gelingt es nicht, den Drogenhandel einzudämmen erfolgreich, ja, sondern es gibt immer Leute, es mögen weniger sein, ja, aber es gibt immer noch Leute, die sagen, ich trage das Risiko, ich nehme das auf mich, ja, meine Alternativen im Leben sind so schlecht, ja, dass ich das halt mache. Ja, dann habe ich wenigstens ein kurzes Leben möglicherweise oder ich hoffe nicht erwischt zu werden, mein Leben lang. Ja, aber die Opportunitätskosten, also das, was die Leute an Alternativen haben, ist häufig sehr schlecht. Und deswegen ja, ist es sehr schwer, sie durch Strafen erfolgreich abzuschrecken, Drogenhändler zu werden. Das Zweite ist, wenn ich dann aber hohe Strafen habe, gehen wir als Ökonomen davon aus, steigen die Risikozuschläge im Markt. Ja, das heißt also, es sind vielleicht weniger, je drastischer die Strafen sind, ja, desto weniger werden vielleicht sagen, naja, okay, ich beteilige mich. Aber die das dann machen, die wollen natürlich tendenziell höhere Risikoaufschläge haben, damit sie weiter im Geschäft bleiben. Ja, so funktioniert der Marktmechanismus. Das heißt aber, höhere Risikozuschläge heißt, das zieht Leute an, die relativ risikofreudig sind, so würde man sagen, oder umgekehrt relativ wenig risikoavers. Ja, das heißt aber, dass die Gewinne tendenziell steigen. Ja, die werden zwar von weniger Leuten realisiert, die relativ risikofreudig sind, aber wir treiben damit tendenziell die Gewinne eher noch nach oben in dem Markt. Ja, das zieht dann risikofreudige Anbietergruppen an, ja, die sich auch gut organisieren, die Mafia-Terrorgruppen, denen man damit quasi auch noch Geld in die Hände spült, damit die schreckliche Dinge tun. Also Kosten, die auch in den ganzen Kostenberechnungen, die sie vorgelegt haben, eigentlich nicht drin sind, ja, dass das Geld sich dann in den falschen Händen befindet, um mal so zu sprechen. Ja, das heißt also, es sind zwei große Probleme, die auftauchen durch das komplette Drogenverbot. Das dritte Ziel, ja, was ich auch Gesundheitsrisiken, wird komplett vernachlässigt dadurch. Ja, sagten verschiedene Vorredner schon, ja, die Qualität von Drogen ist bei Prohibition kaum regulierbar. Ja, das ist... Also wenn ich den Staat komplett rausnehme aus dem Markt, kann er auch nicht mehr regulativ eingreifen. Er kann keine Mindeststandards an Händler oder an Produzenten erfolgreich durchsetzen. Ja, ich kann kaum vernünftig da differenzieren. Und es gibt natürlich auch ich kann keine Haftung auflegen und ich kann ihm auch keine Informationspflichten auflegen, dem Drogenhändler oder Anbauer oder Import ist sowieso illegal. Das ist alles nicht möglich und darüber hinaus, ja, es ist auch ganz schwer, Markennamen aufzubauen. Ja, viele Leute sind ja Markennamen sehr kritisch gegenüber. Ja, es gibt ja dieses Buch von Naomi Klein, No Logo, die sagen, Marken sind ganz schrecklich und so weiter, aber aus ökonomischer Sicht haben die eine ganz wichtige Funktion, Marken. Ja, Marken ist ja kein Zufall, das ist, auf Englisch ist noch schöner, Brand heißt das, ja, also so, was man den Kühen hinten rein brennt, ja, das Brandzeichen oder man brandmarkt jemanden. Und Marken sind eigentlich ein Instrument, um Verbraucher zu empowern, sozusagen zu ermächtigen. Ja, ich kann auf einem ganz anderen Markt, ich kann Shell nur boykottieren, wenn die eine Plattform irgendwo in der Nordsee versenken, wenn ich weiß, welche Tankstellen zu Shell gehören. Ja, und ich kann Nestle auch nur boykottieren, wenn mir deren Geschäftspraktiken nicht gehören, wenn ich weiß, welche Produkte zu Nestle gehören. Ja, wenn ich keine Marken habe, ja, dann kann ich auch nicht selektiv jemanden abstrafen dafür, dass mir sein Geschäftsgebaren nicht gefällt. Ja, und auf dem Drogenmarkt verhindern wir natürlich, in der Illegalität ist ganz schwer, Markennamen aufzubauen. Ja, in Colorado sehen wir das, da tauchen Markennamen plötzlich auf. Ja, das heißt, da macht es auch viel mehr Sinn, sich eine Reputation zu erwerben für Qualität von Produkten. Wenn ich keine Marke habe, ist es viel schwieriger. Jeder hat zwar so seinen Drogenhändler seines Vertrauens, sag ich mal so, und glaubt, bei dem kriegt er den besten Stoff. Letzten Endes, man hat so lokale Reputationen möglich, aber das funktioniert natürlich viel schlechter als eine echte Reputation, ja, über die dann Konsumenten eben ein erhebliches Druckmittel in der Hand haben und tatsächlich jemanden abstrafen können, wenn er Geschäftsgebaren an den Tag legt, was nicht funktioniert. Und deswegen, das ist ja überhaupt ein Problem in ganz anderen Bereichen, ja, Lebensmittelwirtschaft, in den ganzen Bereichen, wo wir keine Marken haben, letztendlich, ja, sind das die Fleischproduzenten, was auch immer, da haben wir auch immer die ganzen Skandale, weil das so schwer ist, die selektiv abzustrafen. Letzten Endes. Und da, wo wir Marken haben, da können wir denen dann als Konsumenten sozusagen einen ordentlichen Boykott machen und dann hoffen, dass sie ihr Verhalten ändern.
tatsächlich. Also das wird auch verhindert. Das heißt, also wir haben weder staatliche Regulierung von Qualität, noch können sich so marktliche Mechanismen entwickeln, eigentlich in vernünftiger Weise, die eine Qualität sicherstellen. Und das ist ja eigentlich das, was wir unbedingt wollen, ja, dass die Qualität einschätzbar ist für die Verbraucher, dass sie nicht an die falschen Produkte geraten. Ob wir tatsächlich weniger Nutzer haben, ja, also diese Ziele 1 und möglicherweise 2, ich würde sagen, das ist unklar. Ja? Also es gibt Argumente für und wider. Die Empirie, würde ich sagen, ist gemischt. Ja, ich selber persönlich bin eher skeptisch, dass es zu einer großen Ausdehnung des Drogenkonsumes kommt, ja, bei einer Liberalisierung oder bei einer regulierten Freigabe des Marktes. Aber ich will das nicht völlig ausschließen, dass das denkbar ist. Ja, dass es mehr Leute gibt, die Drogen konsumieren. Ich würde weniger glauben, dass es mehr Leute gibt, die abhängig werden, weil meine Hoffnung wäre, die Qualität steigt und die Informationspflichten werden höher. Und vor allen Dingen wird das Problem gelöst, sozusagen, dass die Händler einem eigentlich die falschen Produkte, die margenstarken Produkte unbedingt unterjubeln wollen. Ja, aber dass es mehr Cannabis-Konsumenten geben mag, könnte ich mir vorstellen. Es gibt da also die Evidenz aus Portugal oder auch aus Colorado, ist ganz munternd, dass das nicht so ist. Ja, aber es gibt andere Evidenz aus Australien, die sagen, durch eine gewisse lockere Drogenpolitik scheint da ein gewisser Mehrkonsum ausgelöst worden zu sein. Ich würde aber sagen, dann, das ist auch gar nicht schlimm. Ja, dann ist das halt so. Ja, wir müssen ja nicht, wenn dann eben mehr Leute Drogen konsumieren, dann müssen wir doch immer noch die Gesamtbeschau machen. Ja, und sagen, was kommt unterm Strich insgesamt raus? Ja, können wir das tolerieren, dass möglicherweise ein paar mehr Leute Drogen konsumieren? Ja, wenn aber dadurch so viele andere Vorteile generiert werden, nämlich eben bessere Qualität der Ware, ja, weniger gesundheitsschädliche, weniger gesundheitsschädliche Konsequenzen des Ganzen und, dazu komme ich gleich noch, ja, geringere Kosten der Rechtsdurchsetzung und möglicherweise auch noch Steuereinnahmen für Herrn Schäuble. Also was wäre eine bessere Alternative, um das schon vorwegzunehmen? Regulierung und Besteuerung. Ja. Und ultimativ, ja, würde ich sagen, eigentlich aller Drogenmärkte. Ja, eigentlich aller. Ja, aber aber Politik ist ja immer so ein Geschäft, ja, Mehrheiten organisieren auf der anderen einen Seite, ja, und das Beste wollen auf der anderen Seite, und da muss man einen Kompromiss finden, und im Sinne von Mehrheiten organisieren ist wahrscheinlich erstmal ganz gut, wenn wir da hinkommen zu einer Cannabis-Freigabe. Das heißt also, wenn wir uns jetzt erstmal auf Cannabis konzentrieren und dann mal gucken, dann könnten wir das evaluieren nach ein paar Jahren, dann können wir sagen, na, dann kann man vielleicht den nächsten Schritt wagen, ja, und wenn wir den heute noch nicht wagen, dann eben später, ja, dann machen wir erstmal nur einen halben Schritt und machen eben die Cannabis-Liberalisierung. Dann würde ich sagen, was könnte man machen? Ja, Lizenzierung von Anbau und Handel, so wie das in Colorado gemacht wird, mit Ausnahme des Anbaus zur Eigenproduktion, den müssen Sie sich nicht lizenzieren lassen, aber also Anbau für, zum Verkauf an Dritte. Ja, dann können wir da auch staatliche Qualitätsvorgaben machen. Ich wäre mir auch relativ sicher, dass sich Markennamen entwickeln würden, ja, von den entsprechenden Händlern und möglicherweise Produzenten, die den Konsumenten nochmal eine gewisse Qualitätssicherheit eigentlich vermittelt. Man würde sagen, der Verkauf ab, ich weiß nicht was, ja, gut, bei uns darf man ab 18 harten Alkohol trinken, in USA erst ab 21, man kann ja irgendeine Altersgrenze sich ausdenken. Ja, sozusagen, das könnte man organisieren zumindest, man könnte auch sagen, das soll nur im Fachhandel vertrieben werden, nicht unbedingt im Discount. Man kann über Werbeverbote oder Werberegulierungen nachdenken, so wie wir es bei Tabak und bei Alkohol machen. Informationspflichten, ja, kann man machen. Man kann auch meinetwegen sagen, da müssen irgendwelche furchtbaren Bilder aufgehängt werden. Ja, auch wenn ich persönlich kein Freund davon bin, aber ja, das Ganze, das kann man ja dann alles regulieren, tatsächlich. Ja, und man kann natürlich Besteuerung auslösen. Ja, und da habe ich eigentlich eine ganz gute Hoffnung, dass das was ist, was vielleicht auch Politiker in gewisser Weise nochmal überzeugt, weil Steuern einzunehmen ist ja immer was Schönes aus Sicht der Politik, aus Sicht der Verbraucher weniger. Ja, das heißt also, man könnte sich überlegen, wir besteuern Tabak, wir besteuern Alkohol, wir besteuern Benzin, Strom, was denn nicht noch, ja, warum besteuern wir dann nicht auch Cannabis, meinetwegen. Man muss nur aufpassen, die darf nicht zu hoch sein, ist klar. Wenn man die Steuer zu hoch setzt, hat man natürlich sofort die Gefahr, der Schwarzmarkt bleibt erhalten, weil das sehen wir ja schon beim Zigaretten, da ist immer so diese, nicht, wie können wir den Zigarettenschmuggel noch in Grenzen halten? Je höher wir die Zigarettensteuer machen, desto interessanter wird der Schmuggel der Ware natürlich. Ja, und der Eigenanbau ist natürlich bei Cannabis, ich würde denken, einfacher als bei Tabak.
Ja, und von daher gibt es natürlich immer die Substitution. Ich würde sagen, aus ökonomischer Sicht ist das erstmal unschädlich, dass die Leute selber Cannabis anbauen. Aber aus Sicht des Finanzministers ist das unattraktiv. Ja, wenn die das selber machen, weil das versteuern die dann ja möglicherweise nicht. Also müsste der Finanzminister sich Gedanken machen über die optimale Besteuerung, ja, die eben nicht zu hoch sein darf. Wenn man die zu hoch macht, dann sehe ich die große Gefahr, dass das Ganze, wenn wir da so hinkommen zur Liberalisierung, wenn man die Steuern zu hoch macht, dann wird man schnell sehen, siehst du, das klappt nicht alles. Ja, der ganze Schwarzmarkt ist da, die ganzen Konsequenzen sind da. Also man könnte mit einer hohen Steuer und sofort die ganze Liberalisierung sabotieren, sag ich mal, weil dann die ganzen Probleme möglicherweise erhalten bleiben, die wir im Markt haben, wenn das Ganze zu teuer wird. Also es wäre ganz wichtig, die Steuern nicht zu hoch zu machen, auch wenn man ruhig eine drauflegen kann, um auch Herrn Schäuble das Ganze schmackhaft zu machen. Die Vorteile von Regulierung und Besteuerung sind aus meiner Sicht klar. Die Gesundheitsrisiken werden minimiert oder besser erreicht. Ich würde sagen, das Ziel 1 und 2 tendenziell auch. Also das, ich habe das mal in Anfixen, in Anführungsstrichen genannt, ja, also diese ökonomisch gesprochen, die Idee sozusagen, dass ich als Händler, die gerne in dieses margenstarke Geschäft reintreiben will, meine Konsumenten, das entfällt. Ja, ich würde sagen, in Colorado wird mir der Cannabis-Händler nicht sagen, hör mal zu, hier ist auch was anderes, probier das mal aus. Ist genauso wie mein Weinhändler mir typischerweise nicht sagt, willst du nicht mal hier, ich habe auch Schnaps unter der Ladentheke. Ja, der verkauft mir auch den Wein, den ich haben will und nicht irgendwelche andere illegale Ware. Also wenn man das schön trennen kann, ja, dann bin ich absolut optimistisch, dass die Cannabis-Händler nicht anfangen werden, illegal nebenbei andere Drogen zu verkaufen. Die Kosten der Rechtsdurchsetzung dürften erheblich sinken. Die Verbraucher können gezielter über Risiken aufgeklärt werden. Es gibt zusätzliche Steuereinnahmen. Die Schätzungen sind unterschiedlich, die es gibt. Herr Wimmer, Sie hatten eben die 4 Milliarden Euro genannt für Deutschland. In den USA gibt es eine Studie, die ist also sehr lesenswert. Da kann man genau gucken, wie wir es gemacht haben, auf der Seite prohibitioncosts.org. Die sagen, das könnten so bis zu 14 Milliarden US-Dollar sein, die gespart werden. Die setzen sich zusammen aus fast 8 Milliarden wegen eingesparter Kosten der Rechtsdurchsetzung. Also Rechtsdurchsetzung, da haben die aufgeschlüsselt polizeiliche Arbeit, Gerichte und Gefängnisse letzten Endes. Die würden natürlich erheblich entlastet. Die schätzen das auf ungefähr 8 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Studie, die von ganz vielen Leuten letztendlich abgezeichnet wurde. Zahlreiche Nobelpreisträger haben die unterschieden, also hohe Glaubwürdigkeit. Die Studie und haben gesagt, durch Besteuerung, das ist eben das, was am schwierigsten einzuschätzen ist, kann man zwischen 2,4 und 6 Milliarden möglicherweise pro Jahr einnehmen, hängt davon ab eben, wie hoch die Steuersätze ist, die man draufsetzt und wie die, sozusagen das Ausweichverhalten der Leute ist tatsächlich. Kommt es zu mehr Konsum, kommt es zu weniger Konsum, steigen die möglicherweise um auf andere Produkte durch die Besteuerung des Ganzen. Da ist also die größte Unsicherheit da drin, aber auch da geht man davon aus, kann was eingefahren werden. Von daher würde ich sagen, die Kosten von 3,5, also wenn man das jetzt einfach sagt, die USA sind ungefähr 4-mal so groß wie wir, ja, teilen wir das Ganze durch 4, sind wir bei 3,5 Milliarden, sind wir nicht ganz bei den 4 Milliarden, aber das ist eine Größenordnung, die ist absolut plausibel. 3,5 Milliarden ist eine Größenordnung, die das Institut der deutschen Wirtschaft genannt hat. Ja, ich würde sagen, das ist eine hochgradig plausible Größenordnung für das, was gespart werden könnte, jenseits sämtlicher Gesundheitskosten, die wir uns noch sparen, ja, die in diesen Berechnungen alle nicht mit drin sind. Ja, dass die Leute also eigentlich bessere Waren kommen, diese ganzen Gesundheitskosten, die wir haben, dann zumindest gesenkt werden könnten und weniger Drogen, Prostitution und Beschaffungskriminalität ausgelöst werden sollte. Also die Empfehlungen, die ich abgeben würde, die, glaube ich, ganz viele meiner ökonomischen Kollegen teilen, Dekriminalisierung des Drogenkonsums, ja, das kann nur der erste Schritt sein. Langfristig weitgehende Liberalisierung und Regulierung am besten sämtlicher Drogenmärkte, kurzfristig Liberalisierung und Regulierung von Cannabisprodukten. Ja, ich würde auch sagen, die sollte möglichst flächendeckend erfolgen. Ja, ich finde das toll, dass auch meine Universitätsstadt Düsseldorf ja, jetzt doch an der Spitze dabei ist, tatsächlich, dass sozusagen da ein Feldversuch zu starten, das soll ja auch mit registrierten Nutzern laufen, das kann vielleicht ganz gut klappen, ansonsten ist immer die Gefahr, wenn man sozusagen zu klein anfängt, das kennen wir ja aus den Schweizer Erfahrungen, dass dann der Drogentourismus einsetzt und man eine absolut verzerrte Messung in der Evaluation nachher bekommt und das zu schlecht dasteht, was eigentlich durch eine Liberalisierung erfolgt. Besteuerung mit Augenmaß, ja, und wir können viel sparen. Ich bin sehr optimistisch, dass das so klappt. Sie lesen wahrscheinlich alle nicht die Welt. Ja, ich auch eher selten, ja, aber ich habe die im Flugzeug am Mittwoch gesehen, ja, und da steht hier, das ist die Welt, das ist nicht die Taz, ja, wie Sie möglicherweise erkennen, da steht vorne dickes, ja, legalisiert Cannabis am Mittwoch, ja, also ich bin sehr optimistisch, dass wir bald dahin kommen, ja, die Vernunft wird sich durchsetzen, tatsächlich, und
Für viele Leute wird sich das Leben verbessern. Vielen Dank, Herr Professor Haukapp. Sie sehen, das löst gleich eine heftige Diskussion aus. Wir haben auch noch einen Workshop. Den kann Professor Haukapp leider nicht leiten, weil er dringend gleich fahren muss. Aber wir haben Ersatz und eine sehr kompetente Kollegin, die den Workshop leiten wird. Sie reden ganz viel von Kosten. Also in politischen Kreisen gäbe es jetzt noch ein Argument. Und es würde Ihnen die Frage gestellt werden, bringt das Arbeitsplätze oder kostet das Arbeitsplätze? Also ich weiß nicht, ob Sie das im Blick haben und ich weiß auch nicht, ob das eine Frage ist, die man in diesem Zusammenhang stellen sollte. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht mit den Marken. Also mein Metzger um die Ecke wirbt damit, dass ich bei ihm doch bei dem Metzger meines Vertrauens kaufen soll, weil er die Kuh kennt, die er da über die Ladentheke in Teilen reicht. Und der Bioladen um die Ecke ist ja vielleicht auch etwas, was eher auf regionale Produkte setzt. So, zwei ganz dringende Fragen, die können wir jetzt, denke ich, noch mal kurz nehmen. Der Schwarzmarkt ist ja auch ein Regulierungsmodell und einfach eins, was sehr gut funktioniert und wo man jetzt mal als rationaler Ökonom sagen müsste, das ist doch das Modell, was Deutschland will, weil es auch funktioniert. Es gibt keine Lieferengpässe, die bisschen Störungen, die die Polizei da in den Markt irgendwie reinbringt, die sind zu vernachlässigen. Das heißt, Mikro- oder Makroökonom, wo liegen denn die Vorteile im Schwarzmarkt, dass so jemand wie der Bundesfinanzminister, der versucht uns immer durch Steuern irgendwie Geld aus der Tasche zu stecken, zu sagen, lasst es mal ruhig in dem Schwarzmarkt, weil ich will diese Steuern gar nicht, irgendwie kommt anderweitig das Geld doch zu mir zurück. Ist das eine nüchterne ökonomische Überlegung oder sind wir bei dieser Frage auf einer ganz anderen Ebene, wie wir vorhin ja auch schon von Lorenz Böllinger geholt haben? Es ist eine sehr intelligente Frage, weil so arbeiten wir als Ökonomen. Ja, wir sagen, ja, was es gibt, wollen die Leute. Ja, das sind offenbarte Präferenzen und der Finanzminister anscheinend lieber den Schwarzmarkt. Ich würde trotzdem davon ausgehen, dass es in diesem Fall nicht so ist. Ja, dass im Finanzministerium vielleicht die sich noch zu wenig mit Drogenmärkten beschäftigt haben. Das ist relativ weit weg von ihrem Metier tatsächlich. Ich glaube, Sie waren es, Herr Wimmer, oder so, schon sagte, es ist nicht ganz nachzuvollziehen, warum diese Drogenpolitik momentan, die eben zu den Schwarzmärkten führt, immer noch so praktiziert wird, dass eben das die Ergebnisse sind. Die Nachteile für die Verbraucher von Schwarzmärkten, würde ich sagen, sind offensichtlich, weil die Rechtssicherheit, der Verbraucherschutz etc. viel geringer ist als auf anderen Märkten. Nur die Verbraucher haben momentan keine Wahl. Ja, sie können nicht sich frei vor die Entscheidung stellen, beziehe ich meine Produkte auf dem Schwarzmarkt oder beziehe ich sie im legalen Handel. Ja. Gut, eine kurze Frage haben wir da noch. Sie haben und dann komme ich zu Ihnen, Frau Becker. Guten Tag. Ich wollte nur fragen, ob das mit den Opportunitätskosten, ist das eine persönliche Einschätzung, dass die Dealer eine hohe Kosten haben oder gibt es da wirklich eine Studie für, die das belegen kann? Es gibt eine sehr schöne Studie von Stephen Levitt, die ist allerdings aus den USA, aus Chicago. Der hatte das Glück, tatsächlich, da gab es mal einen Drogenhändler, der hatte sozusagen das Glück, an quasi Buchhaltung eines Drogenhändlers zu gelangen. Ja, und die Universität von Chicago, die liegt auch in so einem Problemviertel tatsächlich. Und er hat dann festgestellt, sozusagen, viele der Drogenhändler bekommen eigentlich noch nicht mal Mindestlohn, ja, von denen, die auf der Straße arbeiten. Das heißt, viele von denen arbeiten zu sehr schlechten, also sagen hochgradig prekären Bedingungen, ja, zu sehr, sehr geringen Löhnen. Ja. Also, es mag erstaunlich sein, in dem Zusammenhang und bei den Diskussionen, die wir sonst so gesellschaftlich führen, mit diesen Begriffen zu arbeiten, aber es ist natürlich hochspannend, nicht? Gut. Ich kann noch was zu den Arbeitsplätzen ganz kurz sagen. Also ob das Arbeitsplätze insgesamt generiert, ist nicht ganz so klar zu beantworten, aber relativ klar zu beantworten ist, dass die Arbeitsplätze legalisiert werden. Ja, momentan haben die Leute ja in dem Sinne auch Arbeit. Das ist nur keine sozialversicherungspflichtige Arbeit oder die ist auch nicht angemeldet beim Finanzamt, aber die tun ja was. Ja, die verkaufen Drogen.
Aber das ist momentan nicht legal und auch nicht steuerpflichtig sozusagen. Und diese werden natürlich in die Legalität transferiert, dieser Arbeitsplätze. Also kann man sagen, wenn man Ihnen zuhört, Kiffen wird einerseits bieder und Kiffer retten die Sozialversicherung, weil dann eben diese Tätigkeit... Es könnte sein, dass Sie freiberuflich sind. Also, gut. Okay, wir haben Frau Becker, die nachher auch den Workshop übernehmen wird, dankenswerterweise. Und bei Ihnen noch kurz. Geht es? Ja, es geht. Ich habe eine Frage. Sie treten für Regulierung von Märkten ein. Ich habe die Frage ziemlich ausführlich mit meinem Volkswirtschaftsprofessor vor etlichen Jahren diskutiert, der immer dafür war, eine vollkommene Freigabe Drogen, da die Märkte sich selber regulieren. Aus welchem Grund entscheiden Sie sich hier für eine Regulierung der Märkte? Wo sind die Vorteile? Ja, letztendlich ist es ein Markt, der eine gewisse Ähnlichkeit vielleicht hat mit pharmazeutischen Produkten. Die Kosten des fehlerhaften Konsums individuell sind sehr, sehr hoch, ja, und häufig faktisch heute auch noch von relativ jungen, auch Erwachsenen meinetwegen, die doch manchmal Probleme haben, die gesamten Kosten einzuschätzen und der einzelne Händler, also, und es gibt, ich würde sagen, erhebliche Informationsasymmetrien in dem Markt. Der Anbieter weiß deutlich mehr über die Qualität der Ware als der Nachfrager. Und wenn der Nachfrager es rausgefunden hat, die Qualität der Ware, wie die Ware, so welche Qualität die hat, können sehr hohe Kosten bei ihm eingetreten sein. Ja, und auf Märkten... Man kann mit Informationspflichten. Und einer, sozusagen, man kann auch sagen, eine begrenzte Abgabe in Fachgeschäften. Ja, ich meine, Tabak zum Beispiel wissen wir auch, ist sehr schädlich, da machen wir auch keine Rezeptpflicht. Ja, da sagen wir, da machen wir dann eine ordentliche Steuer drauf, plus abschreckende Bilder und Werbeverbote und so weiter und machen nicht gleich muss nicht gleich zur Rezeptpflicht springen für das Ganze. Spannende Fragen für den Workshop. Eine haben wir jetzt noch. Ich würde mich kurz fassen und nochmal die Frage stellen, ob Sie sich als Ökonom mit dem Transformationsprozess von Variante A zu Variante B beschäftigen. Das Beispiel Arbeitsplatzumwandlung, Frage, würden die Dealer im Park denn, was würden die dann tun? Würden die sozusagen legalisiert werden oder würden sie in andere kriminelle Felder umsteigen? Also beschäftigen Sie sich damit? Das muss jetzt nicht beantwortet werden im Detail, sondern nur, ob Sie das auch mit auf dem Schirm haben. Ich habe da keine Studien zu gesehen. Also mein Vorredner sagt ja, die Anbieter, die jetzt in Colorado auftreten, scheinen eher ganz neue Anbieter zu sein. Im Einzelfall mögen das Leute sein, die vorher schon im Drogenhandel aktiv waren. Ich wäre da eher ein bisschen skeptisch. Also mein Verdacht wäre, dass es Teilen aus der stinknormalen Landwirtschaft kommt, die Anbieter in dem Bereich, die eben Erfahrung haben mit dem großflächigen Anbau von Pflanzen. Und also bei den Winzern ist es ja auch so, ne? Also in Neuseeland war das ja hervorragend, da habe ich mal eine Zeit lang gelebt. Ganz viele Landwirte sind zu Weinbauern geworden. Ja, als ihr, gut. Die Illegalen, die müssen, natürlich, die würden sich irgendwas, gegebenenfalls was Neues suchen. Ja, die heute, also entweder einen anderen Job, einen echten Job sozusagen, oder das weiß man nicht so genau. Das habe ich wenig Studien zu gesehen bisher, aber vielleicht wissen das auch Soziologen oder so besser. Ich sehe weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren. Wir hängen ein bisschen im Programm. Das sind Fragen, die können Sie wirklich in relativer Ausführlichkeit in dem Workshop nachher diskutieren. Wir müssen jetzt leider zum nächsten Programmpunkt gehen. Wir könnten Ihnen noch lange zuhören. Herr Professor Haukapp, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich bin auch ein bisschen da. Und für den Weg nach Hause gibt es rezeptfrei noch...